Hey ho, meine Lieben, heute machen wir was ganz was Leckeres, hoffe ich zumindest. Und zwar Ragout à la Bolognaise nach dem Originalrezept von der Handelskammer in Bologna. Bologna, ja. Da liegt seit den 80ern das Originalrezept hinterlegt und danach richten sich alle. Gut, ein, zwei klitzekleine Abwandlungen wird es geben, die aber nicht wirklich ins Gewicht fallen, hoffe ich zumindest. Und ja, ich würde mal sagen, schauen wir erst einmal über die kompletten Zutaten-Attacke. In der kleinen, aber feinen Küche. Und du hast mich nicht dran erinnert, gell? So, Freunde, da wären wir mit unserer kleinen, aber feinen Übersicht. Spatzel, du stehst gerade Richtung PC. Lest doch mal die Zutaten schön laut vor. 300 Gramm Rindfleisch. Grob gehacktes Rindfleisch oder grob gewolft. Ich habe hier Rindfleisch, ja, so am Stück kann man sagen. Das ist dann schon die allererste kleine Änderung dazu. Wie viel Gramm stehen da dran? 200. Das sind mehr. Also wir variieren etwas in der Zutatenmenge. Ja, Hammer. Check. Nächstes. Pancetta. Pancetta, das ist das nächste. Ich habe wirklich geschaut, ob wir Pancetta am Stück bekommen. Nein. Und dann rein zufällig bin ich fündig geworden. Hier. Sieht auch sehr gut aus. Schmeckt sehr lecker. Und Leute, die kriegt man beim Aldi. Ganz einfach. Richtig geil. Und dadurch, dass ich die eben gefunden habe, habe ich gesagt, jetzt machen wir unser Ragout. Ja, weiter im Text. Karotten. Da steht, glaube ich, auch bloß 50 Gramm. Da werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr verwenden. Ja, weiter im Text. Stangensellerie. Stangensellerie, Staudensellerie, kann man sagen, wie man möchte. Stehen auch 50 Gramm im Rezept drin. Da werden wir wahrscheinlich auch ein klein bisschen mehr nehmen. Zwiebeln. Stehen auch 50 Gramm drin. Werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr nehmen. Ich fange hier jetzt nicht an, eine halbe Zwiebel oder was. Oder dreiviertelige klein zu hacken. Was steht noch drin? Tomatenmark. Habe ich hier auch eins organisiert. Solo Pomodoro Mutti Parma. Jo. Gut. Hört sich italienisch an. Dann passt es ja. Trockener Rotwein. Und dann habe ich hier einen trockenen Rotwein geholt. Ja, wahrscheinlich denken die dabei an einen italienischen. Ich bin kein Weinkenner. Ich habe einfach geschaut, dass ich einen Rotwein kriege, wo trocken draufsteht. Vollmilch. Dann Vollmilch, genau. Gemüsebrühe. Gemüsebrühe müssen wir noch ansetzen, das darfst du nachher machen. Olivenöl. Ein Schluck haben wir noch, definitiv. Salz und Pfeffer. Haben wir hier vorne schon stehen. Das war's. Ja, und Ragout, original, wird natürlich nicht mit Spaghetti gegessen, sondern mit Tagliatelle. Und ich habe keine Nudelmaschine, deswegen habe ich hier ja welche geholt. Ja, und das wären dann eigentlich schon die ganzen Unterschiede. Hinterher tun wir noch ein. Alina, du kannst es doch immer so schön sagen. Parmigiano Reggiano. Ich hoffe, das hat man jetzt gehört. Und der ist dann, wenn es fertig ist, zum drüberstreuen. Gut, dann fangen wir jetzt einmal an mit den Zutaten, so halbwegs abwiegen. Karotte, Zwiebel, Staudensellerie. Ich sag's hinterher, wie viel es waren. Und ja, hacken wir jetzt erst einmal klein. Fleisch kommt danach. Attacke, Schatz, hilf mir, ich bin überfordert. Kann ich gerne machen. Gut.
Also das ist jetzt meine Mengenangabe, knapp 100 Gramm Staudenstangensellerie, bisschen über 100 Gramm Möhre, kommt ja noch der Anschnitt weg und wird noch geschält. Und eine Zwiebel mit 81 Gramm. Ja. Let's go. Let's go. Have fun to schnibbel. Richtig, das mache ich gleich. Machst du gleich. Ja. Möglichst klein, klitzeklein. Das weiß ich. Gut. Und ich werde, wenn das geschnippelt ist, werde ich mich dann ums Fleisch kümmern. Von der Pancetta sind es insgesamt 165 Gramm geworden, was wir nehmen. Tja, und ich habe mir gedacht, wenn Spatzel da drüben schon Gemüse schnippelt, dann fange ich hier gleich mit dem Fleischigen an. Na, und das sieht doch recht gut aus. Und danach kommt das Rindfleisch. Tja, und vom Rindfleisch sind es exakt 479 Gramm. Und das werde ich jetzt auch möglichst klein schnibbeln, hacken, häckseln. Ich wollte ja, ich habe gefragt, ob sie es mir noch grob wolfen können, aber oh nein, da müssen wir die ganze Maschine umbauen. Ja gut, exakt, dann will ich Fleisch am Stück haben, das hacke ich mir dann selber klein. Und im Originalrezept steht ja grob gehacktes Rindfleisch. Also machen wir das selber und fertig. Es war jetzt vielleicht ein bisschen mühselig. Ja, der ist schon gut, der Fetzen. Aber das kriegen wir hin. Wie sieht's bei dir da drüben aus, Spatzel? Alles gut. Gut. Ja. Geh jetzt klein, du Fleisch, du! So, meine Lieben, hier haben wir das ganze Gemüse. Rindfleisch, also das habe ich dann hier noch weiter gehackt. Und dazu gibt es kein Video. Ich bin da schier ausgerastet. Ein klitzekleines bisschen Brühe. Wir haben jetzt hier 40 Gramm Tomatenmark genommen. Da können wir dann ein klein bisschen von der Brühe gleich dazugeben. Und das ein bisschen aufrühren. Und die Pancetta auch klein. Ja, und dann würde ich mal sagen, können wir auch schon rüber gehen. Eigentlich kann ich da alles reinschütten. Dann passt es. Und bisschen Olivenöl heiß werden lassen. Und da tun wir dann erst einmal schön das Gemüse anschwitzen. Attacke! Ab hier überlasse ich das wieder meinen Spatzel. Du kannst schon reinkippen. Ich rede bloß nebenbei. Bisschen Olivenöl. Da hast du einen ordentlichen Kochlöffel dazu heute. Das lassen wir jetzt erst einmal schön heiß werden und dann kommt das Gemüse rein. Richtig. So, das Olivenöl ist jetzt heiß genug. Jetzt geben wir das Gemüse dazu. Spatzel, und du weißt, ihr habt jetzt immer nur im Uhrzeigersinn rühren. Die Blicke wieder! Und das Gemüse wird jetzt schön angebrutzelt. Angeschwitzt. Angeschwitzt. Ja, angebrutzelt, angeschwitzt. Ja. Das dauert halt ein bisschen. Dann sehen wir uns wieder. Jetzt habe ich ein bisschen das Gemüse angebrutzelt, angebraten, angeschwitzt. Jetzt bringen wir den Pancetta da rein und holen es auf. Schön anbraten. So für ca. 10 Minuten wird die Pancetta mit dem Gemüse sich da drin ein bisschen ausruhen. Genau. Dann sehen wir uns wieder. Und immer im Uhrzeigersinn. Ich glaube, die schlägt mir heute noch. Ja,
glaube ich auch. Freunde, ihr wisst ja, ich bin ja absolut kein Biertrinker, aber bei so Köchen und Köchinnen ist es anscheinend ein bisschen anders. Ups. Lass das schmecken. Mein Feierabendbierchen. Tja. Wochenende. Ja, hier sind halt die Rollen, naja, teilweise ein bisschen verdreht. Frau trinkt's Bierchen, ich trink's Cola. Fertig, Punkt. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber hier geht's jetzt gleich weiter, wo das Rindfleisch reinkommt. Das Schweinefleisch, also die Pancetta, kam übrigens zuerst rein, wegen dem Fettgehalt und dem Salz, was im Fleisch enthalten ist. Ja, genau. Und jetzt stelle ich die Cam wieder rüber und dann können wir uns das anschauen, wie es Rindfleisch reinkommt, was ich mühevoll gehackt habe. So, der Herd wird jetzt ein bisschen hochgefahren. So auf 7 machen wir. Muss wieder richtig schön warm werden. Ja, rein mit dem Zeug. Ja, mein Schatz. Habe ich das nicht schön gehackt? Sehr schön gemacht. Lass da ja kein Fussel drin. Nein. Alles gut. So, sehr. Mühevolle Schwerstarbeit. Ja. So, jetzt wird das Rindfleisch mit angebraten, gebrutzelt, wie mein Schatzi das nennt. Das dauert jetzt halt auch ein bisschen. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Wunderbar, wunderbar. Ja, nächster Schritt, oder? Ja, Rotwein, mein Schatz. Ja, rein damit. Ein halbes Glas Rotwein tun wir jetzt rein. So, jetzt kommt der Tomatenmark rein, nach dem Rotwein. Weil wir wollen ja eine Fleischsoße und keine Tomatensoße. Genau. Tun wir mal ein bisschen was von dem Fleisch da rein, dann tun wir das noch ein bisschen ausschwenken. Jetzt kommt ups, ein halbes Glas. Jetzt ist mir die Milch reingefallen. Halbes Glas Milch. Vollmilch? Vollmilch, natürlich. Ja, und im Prinzip sind wir jetzt so weit durch, dass wir das jetzt einen Deckel drauf tun lassen können, bisschen runterdrehen. Ab und zu dann umrühren, richtig. Im Uhrzeigersinn. Und ja, für ein paar Stunden köcheln lassen. Richtig. Also mindestens 2 Stunden jetzt köcheln lassen. So, Freunde, bald ist es soweit. Oh, sieht das nicht schon gut aus? Mittlerweile haben wir ein bisschen Salz noch mit rein. Noch ein klein bisschen Rotwein habe ich nachgekippt. Och, geil. Geil. Jo, dann werden wir jetzt nachher dann anfangen, die Tagliatelle zu kochen. Ja, und dann irgendwann mal essen. So, Freunde, über 3 Stunden haben wir das jetzt köcheln lassen. Und ich würde sagen, das ist definitiv fertig. Die Tagliatelle ist auch soweit gut. Tja, dann sehen wir uns wieder drüben an der Anrichte mit dem Teller. So, dann können wir hier mal loslegen.
schön hier unsere Bolognese, unser gute Bolognese drüber. So, und dann werde ich mal den Topf hier weiterreichen. Und zum Schluss noch Alina, was tun wir drüber? Parmigiano Reggiano. Oder so ähnlich, ja. Na. Wie frisch geraspelt. Tja, Freunde, und jetzt kommt wieder mal das Beste vom ganzen Video, das Probiererle. Ragout de Bolognese nach Originalrezept. Fast. Aber die kleinen Abwandlungen werden den Bock nicht fett machen. Und das ist lecker. Leute, ich gehe essen. Boah, dann kommen wir noch zum Fazit, Leute. Ja. Und Manu darf heute anfangen. Das Essen war sehr lecker. Ich stehe schon wieder irgendwie schief, weil die Kamera heute schief hängt. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, weiter. Und der Geschmack war auch sehr gut, aber ich hätte das vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, anders in Erinnerung gehabt. Aha. Ja, wenn wir mal nach Italien kommen, werden wir uns definitiv dann Ragout de Bolognese in Italien bestellen. Ja. Wenn wir mal dahin kommen. Und ansonsten, ich fand das Essen, jetzt hätte ich fast gesagt Futter, auch sehr lecker. Anders als wir wirklich hier die Bolognese so kennen. Ja. Aber auch wenn es sehr lecker war, würde ich das nächste Mal, wenn ich das mache, definitiv eine weitere Abwandlung reinbringen. Und zwar würde ich persönlich mehr Schweinefleisch, mehr Schweinderei verwenden. Ja, vielleicht jetzt auch, weil ich etwas mehr Rindfleisch, ich glaube 150 Gramm mehr Rindfleisch waren es als im Rezept. Vielleicht hat das auch was ausgemacht. Aber das wäre eigentlich so jetzt das Einzige, was ich sagen würde. Oder würde dazu sagen kann, ich persönlich würde einfach mehr Schweinefleisch mit reinhauen und dann wäre es für mich wirklich hundertprozentig perfekt. Aber es war definitiv sehr lecker. Jo. Das finde ich auch. Einfach selber ausprobieren. Ja. Pancetta bekommt ihr beim Aldi, habe ich ja schon gesagt, zufällig gesehen. Sonst in keinen anderen Laden. Schade, nein. Ja, und ja. Ausprobieren, nachmachen. Husten zwischendrin. Und alles ist gut. Ja, das ist der Übergang. Ja. Man muss ablenken. Lernst du auch noch. Ja, wir haben auf alle Fälle viel Spaß dabei gehabt. Und ich sage mal, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben. Nettes Kommentar, ja. Abo, ihr wisst Bescheid. Wir würden uns freuen. Genau, wir sehen uns. Ciao, tschüss. Ciao.